Ja, also die Flüchtlingspolitik, die Flüchtlingsfrage, auch das große Thema natürlich hier in Rheinland-Pfalz. Wir bei Phoenix haben übrigens alle Spitzenkandidaten zu Wort kommen lassen. Heute Morgen war Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin, bei uns zum Live-Interview. Wir haben auch Julia Klöckner heute angefragt, aber Frau Klöckner, die Spitzenkandidatin der CDU, ist leider noch im Wahlkampf unterwegs, hat keine Zeit für uns. Umso mehr freue ich mich darüber, dass Patrick Schnieder bei uns ist. Er ist Generalsekretär der CDU hier in Rheinland-Pfalz und Bundestagsabgeordneter. Willkommen bei Phoenix an diesem Vorfrühlingstag in Mainz. Herr Schnieder, das Ganze, was die Umfragen angeht, 36 für die SPD, 35 für die CDU, da ist gestern das ZDF mit rausgekommen. Das sieht ja nicht so gut aus für Sie, laut Umfragen jedenfalls. Nun sind Umfragen noch keine Wahlergebnisse, aber der Trend zeigt eindeutig nach unten in den letzten Wochen bei Ihnen. Woran liegt denn das? Also Umfragen sind Umfragen. Wir hatten gestern zwei Umfragen. Eine andere hat genau andersrum das Ergebnis vorhergesagt. Das heißt für mich zunächst mal, es wird knapp. Und deshalb werden wir alles daran setzen, bis zur letzten Minute, dass wir um jede Stimme kämpfen. Vor 5 Jahren lagen wir nur 8.000 Stimmen hinten. Und das zeigt, es lohnt sich. Und wir sind sehr zuversichtlich und werden das auch bis zum Schluss so durchziehen. Sie haben mir erzählt, Sie fahren zum Wahlkampfabschluss, zum offiziellen, heute gleich nach Trier. Dort kommt die Kanzlerin und Frau Klöckner natürlich. Wie viele Auftritte der Kanzlerin gab es im Wahlkampf hier in Rheinland-Pfalz? Wir hatten die Kanzlerin insgesamt 11 Mal im Land. Das ist sehr viel. Das war auch mehr als in anderen Ländern. Also sie hat sich sehr stark hier engagiert, sind wir auch sehr dankbar für. Wie schwierig war denn das mit der Kanzlerin im Wahlkampf für Frau Klöckner? Die Kanzlerin hat ja ihre Linie, ich sag jetzt mal in Sachen Flüchtlingspolitik, durchgezogen. Obwohl die Österreicher gesagt haben, nein, hat sie weiterhin gesagt, ja, die Balkanroute bleibt offen. Und Frau Klöckner hat ja durchaus Absetzbewegungen Richtung Kanzleramt, Richtung ihrer Vorsitzenden in den letzten Wochen gehabt. Wie schwer war denn dieser Balanceakt für Sie? Also die 11 Auftritte allein zeigen schon, dass die Kanzlerin und Frau Klöckner ganz eng zusammenstehen. Im Übrigen auch in der Frage. Der Plan A2, den Frau Klöckner, den die CDU Rheinland-Pfalz aufgelegt hat, ist im Grunde ja eine Unterstützung des Kurses der Kanzlerin. Ist nur eine Ergänzung für den Fall, dass wir in Europa nicht weiterkommen und dass wir nationale Maßnahmen zusätzlich ergreifen müssen. Insofern marschieren wir da Seite an Seite. Das ist überhaupt kein Problem zwischen Kanzlerin und Frau Klöckner. Jetzt ist ja die Flüchtlingspolitik vor allem eine Sache, die auf Bundesebene exekutiert wird, sage ich mal. Aber Sie müssen es dann umsetzen hier im Land. Was würden Sie denn, wenn es denn reichen würde, am Sonntag Sie als CDU am Beispiel Flüchtlingspolitik konkret denn anders gestalten? Wir haben doch jetzt über ein Jahr lang erlebt, dass die Landesregierung mit der Managementaufgabe, die auf das Land in erster Linie zukommt, vollkommen überfordert ist. Wir haben die Landesregierung getrieben mit 4 oder 5 Flüchtlingsgipfeln, die wir gemacht haben. Lange Zeit hat vieles nicht funktioniert in Rheinland-Pfalz. Was denn genau, Entschuldigung? Ja, die Unterbringung, die Unterstützung der Kommunen, vor allem in finanzieller Hinsicht. Auch da gibt es heute noch keinen vollen Ausgleich für das, was Kommunen zu leisten haben. Obwohl der Bund mittlerweile einen Großteil der Kosten übernimmt. Das Land hat seinen eigenen Anteil dann runtergefahren. Das sind alles Dinge, die am Anfang überhaupt nicht funktioniert haben und die auch heute noch nicht befriedigend funktionieren. Verkehrspolitik liest man immer wieder, wäre ein wichtiger Stichpunkt hier für Rheinland-Pfalz, für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Welche Flöcke würden Sie dann versuchen einzusetzen? Der Landesrechnungshof ist vor wenigen Wochen mit einem Extrabericht herausgekommen und hat festgestellt, wir haben einen Investitionsstau nur bei den Landesstraßen in Rheinland-Pfalz von annähernd 1 Milliarde Euro. Es werden pro Jahr mindestens 20 Millionen Euro zu wenig in den Straßenbau gesteckt. Deshalb müssen wir dringend umsteuern in diesem Bereich und wir müssen stärker dort investieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, selbst Mittel des Bundes für Bundesstraßen werden hier nicht entsprechend angenommen und verbaut. Da muss sich dringend etwas ändern. Wir brauchen Vorfahrt für Investitionen im Infrastrukturbereich. Ja, aber wo soll das Geld denn herkommen? Rheinland-Pfalz ist doch ziemlich verschuldet, wenn ich es richtig verstanden habe. Der erste Punkt ist, was der Bund zur Verfügung stellt, das muss ich auch nehmen, muss ich verbauen, muss ich Baurecht schaffen, damit ich das investieren kann. Das kostet das Land kein Geld. Zweiter Punkt, ich kann die Infrastruktur nicht weiter verrotten lassen, da muss ich eben andere Schwerpunkte setzen. Und das ist unsere Politik, das ist unsere Antwort. Wir brauchen Schwerpunkt bei der Infrastruktur, im Übrigen auch bei der inneren Sicherheit, sprich Polizei und bei der Bildung. Ich frage jetzt zum Schluss bewusst den Bundestagsabgeordneten in Berlin, sollte es hier
für Sie, für die CDU, schiefgehen, sollte es für den Herrn Wolf in Baden-Württemberg schiefgehen, kriegen Sie eine Führungsdiskussion in Berlin? Wir schauen erstmal, was am Wochenende rauskommt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es in Rheinland-Pfalz nicht schiefgehen wird, sondern wir werden vorne liegen. Und dann haben Sie solche Diskussionen auch vollkommen erledigt. Ich war mir sicher, dass Sie so antworten werden. Vielen Dank, Herr Schnieder. Das war Patrick Schnieder. Er ist Generalsekretär der CDU hier in Rheinland-Pfalz und Bundestagsabgeordneter der CDU aus der Eifel. Danke, dass Sie bei uns waren. Und